Das Leitwort der Fastenaktion ist: Menschenwürdig leben, überall. Und es kommt uns darauf an, tatsächlich, dass Menschen in Afrika, Asien, Lateinamerika, vor allem in den Elendsvierteln, wo riesiges Leid herrscht, wo Not herrscht, dass auch diese Menschen menschenwürdig leben können. Zum Beispiel in Lomas de Caraballo, einem der unzähligen Armenviertel rund um Perus Hauptstadt Lima. Millionen Menschen sind vom Land hierher geflohen, um ihr Glück zu suchen. Doch meistens vergeblich. Es gibt wahnsinnig viele und schwierige Probleme hier in den Armenvierteln. Zum Beispiel die armseligen Hütten, die das nächste Erdbeben sicher nicht überstehen werden. Manche schwemmt schon ein stärkerer Regen weg. Und dann die Müllkippen. Viele Familien können nur überleben, weil sie den Müll aufsammeln, trennen und verkaufen. Doch das Zeug ist hochgiftig. Viele Kinder haben ihr Blut schon voll mit Dioxin, Blei oder anderen Giften. Es stinkt zum Himmel, im wahrsten Sinne des Wortes. Und mitten zwischen faulem Obst, Bauschutt und giftigen Chemikalien kämpfen die Menschen Tag für Tag ums Überleben. SIDAP, eine Partnerorganisation des katholischen Hilfswerks Miserior, steht ihnen zur Seite. Zunächst mal ist es uns wichtig, die Menschen über die Gefahren des Mülls aufzuklären. Dann sorgen wir für sauberes Trinkwasser, den Bau von Toiletten und helfen, die Hütten gegen Erdbeben zu sichern. Außerdem machen wir Gesundheits-, Umwelt- und Rechtsberatung. Dabei geht es uns vor allem darum, den Menschen zu helfen, sich selbst zu organisieren und für ihre Rechte zu kämpfen, auch wenn das ein langer Prozess ist. Lomas de Caraballo und die Arbeit von SIDAP gehören zu den Schwerpunkten der bundesweiten Fastenaktion von Miserior, bei der es genau um diese Not am Rand der großen Städte geht. Die Spenden aus Deutschland helfen auch den Frauen aus dem Projekt SEA im Osten von Lima. Wir begrünen die ehemaligen Müllkippen und das ausgetrocknete Flussufer. Das hilft erstmal der Umwelt, schafft eine gesündere Umgebung zum Wohnen. Und später können wir die Pflanzen und Früchte, die wir hier anbauen, auch nutzen. Außerdem bietet das Projekt jungen Frauen eine Schul- und Berufsausbildung. Und es hilft bei der Gründung eigener Unternehmen. SEA und SIDAP sind nur zwei Beispiele von vielen für die Arbeit von Miserior. Es zeigt sich, dass die Projektarbeit doch eine sehr gute und wichtige Hilfe ist für viele Menschen hier. Es ist ja immer das Thema Hilfe zur Selbsthilfe, dass man nicht einfach jetzt nur im Sinne von Almosen etwas austeilt und dann reicht es einfach, bis das Ganze aufgebraucht ist, sondern dass hier Projekte entstehen, dass die Leute mitarbeiten, mitdenken. Vor Ort arbeitet Miserior dabei vor allem mit kirchlichen Partnern zusammen. Ob in den anderen Schwerpunktländern Kenia und Kambodscha oder hier in Peru. Die Arbeit von Miserior und die Hilfe der Kirche aus Deutschland sind ganz wichtig. Für uns hier in Peru, aber auch für viele andere Menschen in Not in den Ländern des Südens. Diese Hilfsprojekte geben vielen ihre Würde zurück. Sie sind ein wichtiges Zeichen der Solidarität und der Menschlichkeit. Damit immer mehr Menschen wirklich menschenwürdig leben können. Überall.